So, hallo, wir machen weiter bei Evil Conquest 2. Jetzt bin ich vielleicht wieder ein bisschen lauter. Im letzten Part kam ich mir etwas leise vor, als ich es mir gerade angehört habe. Ich glaube, ich hatte das Mikrofon nicht ganz so nah da, wo es sein sollte. Aber jetzt sollte es besser sein. Aber die wichtigsten Leute hört ihr, das sind in dem Fall die Hackersteller. Hallo. Ich hallo, hallo. Nur. So. So. Oh nein, scroll schon wieder, geh weg. Wir haben noch nicht gesagt, welches Level von den letzten Sachen gebaut hat. Und ich vermute, das Level mit dem Melon Man, wie ich, hat da gebaut. Und. Sag weiter. Das Schloss. Castlevania-Dings-Level. Der Sound. Ich vermute bei beiden jetzt mal Dark. Das Schloss ist wirklich von Dustin. Das andere ist aber von mir. Okay. Das mit dem Management einfach mag. Ach so, ich mach mit A den An und Auf. Den ja. Anruf aus, ja, genau. Den An und Auf aus. Switch ich damit. Verstand. Genau. Verstand. Oh. Das ist doch auch schon wieder von da. Die Art ja. Von Scrolling, keine Ahnung, das schreibe ich dir zu. Hä? Okay. Wo ist da von einem Gegner getroffen? Der hat fast auf dich geschossen. Ein Projektil. Der hat geschossen? Ja, okay. Kannst du auch hier sehen. Wenn du den nicht zerstören würdest. Aber hättest du sehen. Aber hättest du sehen können. Was der so schießt, habe ich gerade nichts. Nicht realisiert. Okay, guck ich mal genau hin, dass der schießen kann. Ah, nice, ich kann das auch. Okay, das ist gut. Mhm. Oh, vielleicht ist das nicht so gut. Alles gut. Ups. Alles tschüss. Durchgeplant. Achso, ja gut, jetzt habe ich ihn gekillt und dann kann ich ihn schießen. Aber dafür sterbe ich nicht. Wir werden den noch oft genug wiedersehen, schätze ich mal. Ja, der kommt noch mal vor. Okay, mach das mal hier auf. Oh, das ist nur so. Leute, baut mehr Scrolling Level. Nein, nicht. Vor allen Dingen Special Scrolling, ich glaube es ist 1A. Gott, was ist das denn jetzt? Hilfe! Du hast genug Zeit, um das zu machen. Okay, Fisch, verschwinden. Du hast immer zwei Versuche. Okay, da unten kann ich stehen. Tschüss. Genau. Da links wäre übrigens ein Kristall gewesen. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Alles cool. Keine Sorge, es ist alles gut getimt. Uff. Genau. Du hast genug Zeit zum Reagieren. Jetzt wird es fixer. Oh, ja, das war nicht so gut. Aber ich hätte gerne die Blume wieder. Schön. Da ist er. Ah, ja, gut. Da habe ich ihn abgeschossen, nicht ehrlich. Ah, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich den Boden nicht wegfresse. So. Ah, okay. Wait. Das sind Turnblocks. Ach so, ich dachte. Nein! Die untere und obere Röhre führen zum selben Ziel hier. Ja, aber ich hab den Midway Point jetzt nicht. Mach einfach ja, aber ich wollte es nur gesagt haben. Aber ich bin einfach reingerollt, ich wollte den gar nicht auslösen. Ah, den Stern kann der. Oh, den hab ich da schon. Okay. Okay, alles klar. Du kannst Sterne schießen. Hup! Darauf konnte ich nicht stehen. Ja, genau. Ups. Da können nur Sprites drauf okay. Stehen. Ach so. Muss ich laden. Okay. War ich zu doof, da hochzugehen. Oh. Das hat. Oh mein Gott. Denk doch mal nach. Das heißt. Man hätte einfach hochspringen können, so mit Waypoint. Genau. Genau. Warum ist dann überhaupt das Alternativröhre für so doofe Leute wie mich? Dieses für Leute, die den Sprung nicht machen wollen. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn man direkt unter dem hoch kann. Weil ich dachte erst, ich muss die blauen Blöcke wegnehmen und dann muss ich da durchkommen. Aber muss ich dann ja gar nicht. Ja. Aber wir haben endlich mal die Blöcke.
Halten. Nein. Ja. So, viel besser. Tschüss. Viel, viel besser. Sehr gut. Jetzt geht das hier wieder mit viel mehr Skill durch. Ich sehe das schon. Oh. Brauche ich. Nein, das war verdammt schlecht, glaube ich. Ja. Ja, das war nicht so gut. Das war ein bisschen blöd. Achso. Wir hatten ja in der letzten Episode gesagt, dass es ziemlich unpraktisch ist, wenn man manchmal Power-Ups hat. Mhm. Und hier ist so eine Feuerblume beispielsweise eher kontraproduktiv, bei der einen Stelle zumindest. Ja. Genau. Das stimmt. Ah, jetzt komme ich hier wieder nicht. Ah, so kann ich. Ja, genau. Das geht auf beiden Wegen. Umso besser. Dann muss ich da oben aber aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr spin schaffe. Ja, ich glaube, wir müssen da noch irgendwie Sicherheitsplattform weiter platzieren oder so. Jetzt muss ich aber. Hä? Wie mach ich das? Wenn du spin jumps und stehst, dann fällst du nur runter. Ah, dann macht er keinen spin jump. Ah. Genau. Ja. In dem Moment, in dem du den A-Knopf drückst, wird dir der Boden unter den Füßen weggenommen. Du kannst nur springen, wenn du Boden unter den Füßen hast. Ah, okay, weil hier macht das ja nämlich die ganze Zeit. Also da switch ich und mach trotzdem. Aber da hast du auch immer Boden unter den Füßen. Ja. Da muss man erst mal auf. Oh boy. Kommen. Das war ja klar. Egal. Dann kann ich jetzt immerhin das Ding da oben nicht kaputt machen. Ist vielleicht sogar besser für das Vorankommen des Levels. Den nenne ich dann schon gerne. Okay, das heißt, ich muss einfach das hier machen. Ah. Genau. Okay. Wait, achso. Achso. Das geht hoch, Hilfe. Mach mal nicht. Oh boy. Weil jetzt schießt der wieder mit seinem Mist. Lass mich hoch! Der trifft aber schon ganz gut. Hat auf jeden Fall gute Accuracy. Das ist der richtige Begriff, glaube ich. So. Dann halten wir jetzt mal wieder unsere Blume. Oh. Das ist das Problem, wenn man zu schnell kommt. Ja, dann halt nicht. So, ich habe nur kurz noch zwei Sachen notiert, die geändert werden sollten. Was hast du denn notiert? Einmal, dass hier noch eine Sicherheitsplattform hinkommt, für den Fall, dass man den Cooper mit einem Feuerball zerstört. Und zum anderen, vom Midway Point waren ganz viele blaue Blöcke, die man entfernen musste. Und wenn man quasi nicht aufpasst, kann man die untersten halt einfach wegheben und dann sofort runterfallen. Und das ist auch nicht so angenehm. Ich dachte, das war so gedacht. Das war damals so gedacht, aber wenn ich mir das jetzt anschaue, ist es halt echt ein bisschen blöd. Okay, ja. Das finde ich gut. Nein, das fand ich nicht gut. Genau. Das Level ist nämlich auch schon vor ein paar Jahren entstanden, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Genau. Das Level war auch mal ein Geisterlevel. Ja, stimmt. Das war mal ein Geisterlevel. Ein Geisterlevel? Ein Geisterlevel. Ach so. Weil vorher war noch vor dieser Factory-Plattform, auf der du im Moment bist, waren noch so waren praktisch nur ein, zwei Berge, wo dann das erste Level drauf war. Aber dann wollte ich halt das so machen, dass die Overworld sich so ein bisschen nach oben und unten bewegt. Das sah dann halt ziemlich blöd aus, wenn sich dieser Berg auch mitbewegen würde. Und ja, dann haben wir es einfach jetzt geändert. Okay. Und dann wurde halt das Oben- und Unterfahren auch rausgenommen und jetzt sind wir da, wo wir sind. Richtig.
Wir hatten auch in dieser Welt noch ein paar weitere, oder zumindest noch ein weiteres Level. Das ist auch leider rausgeflogen. Ich mach das sehr gerne. Nein! Nein, ja, das ist halt rausgeflogen, weil das auch viele Probleme gemacht hatte. Es hatte mal so Plattformen aus Yoshi's Island, in denen man zum Beispiel nur zwei oder dreimal draufspringen durfte. Da stand mal die Zahl drauf. Ja. Genau. Ja, das hat aber auch am Ende noch Probleme gemacht. Das Level konnte ich allerdings noch zumindest in Videoform retten und auf meinen Kanal auch hochladen. Also das könnte man sich noch anschauen. Genau. Also ursprünglich war ja noch in der Gewehr in der. Das wäre praktisch direkt danach dann gekommen, das Level. Richtig. Die Plattformen haben Probleme gemacht? Sind die so schwierig einzusetzen? Das waren Blöcke und um halt ihre. Um so richtig zu funktionieren, wie sie halt funktionieren sollen, mit dem, dass die halt immer ein, zwei da runtergehen und dann, dass man wieder drauf gehen kann und nicht direkt, praktisch wenn man einmal drauf geht, von drei durch auf eins runtergehen. Gab es halt einen Sprite, den man dazu einfügen sollte. Ja. Ich weiß, eins der beiden Sachen hat nachher nicht mehr funktioniert. Okay. Und da funktioniert der ganze Block nicht mehr. I see. Das Problem an der Sache war auch, das war halt irgendein Block, der auf einer C3 vorgestellt wurde, danach aber nicht in die normale Section übernommen wurde. Und die Person, die gemacht hat, ist auch verschwunden. Zu ihm. Alle weg. Da gab es dann keine Person mehr, die man darauf ansprechen konnte. Ist mir das gerade zum Richtig geworden, dass man auf den Dingern nicht spin-jumpen kann. Mal ist es gut, mal ist es nicht gut. Oh mein Gott. Ich stelle mich aber auch schon wieder an. Es sind aber erstaunlich wenig Level rausgeflogen aus dem Hack tatsächlich. Ja. Wie ich finde. Genau. Also es sind noch ein paar weitere. Sind glaube ich rausgeflogen. Ich meine, in Welt 2 und in Welt 1 ist noch ein Level rausgeflogen. Ja. Glaube ich. Ich meine. Also hier ist eins rausgeflogen, dann in der Lava-Welt ist eins raus. Ne, sind zwei rausgeflogen. Genau. Aber auch nur, weil dort die sogenannten Transformationen nicht funktioniert hatten. Ja. Wir hatten nämlich dann mal geplant, ein Level zu bauen, in dem wir da als Ninji spielen und einmal als Fledermaus. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in den vorherigen Parts einmal erwähnt. Das Ninji-Level ist immer noch erhalten worden, nur halt umgebaut und das andere ist halt weg. Jetzt kommen wir endlich mal weiter und werden nicht online. Dann gab es noch ein Minecart-Level. Stimmt, genau, das gab es ja auch noch. Ich will jetzt endlich mal weiterkommen, Hilfe! Oh, das hätte fast wieder. Da haben wir dann nachher. Du musst auch eben kurz vom Ziel übrigens. Ich bin drei oder viermal vom Ziel gestorben. Ja. Mann! Richtig. Okay, gut. Dann gab es in der Lava-Welt gab es halt noch ein Level, wo man im Minecart gefahren wäre. Oh ja, unbedingt. Das wäre der Ersatz gewesen für das Fledermaus-Level, das ist dann am Ende doch rausgeflogen. Okay. Und dann gab es noch ein Level in so einem Tempel mit so Pendelplattformen, aber das war dann auch, das war einfach, da haben wir gesagt, das war nicht mehr qualitativ von dem, was wir hier in dem Werk vorhaben wollten. Okay. Ist das hier außerdem hatten wir noch einen weiteren Titel, also das Musik, die Musik gewählt? Teilweise, ja. Haben alle Titel, Level-Titel was mit Musik zu tun? Nicht alle, manche. Ja. Genau. Aufgefallen. Genau, und wir hatten noch in Welt 2 ein Level, was rausgeflogen ist, also in der Höhle. Und zwar gab es da ein Level, was nur aus Schrägen bestand. Ja, da sind rutschende Koopas in dem Spiel auch drin. Und die würden halt dann immer von Schräge zu Schräge rüberrutschen. So ein Level würde ich aber irgendwann nochmal machen. Einfach ein Level, was nur schräg ist. Der Abschnitt hier hatte gerade irgendwie sowas von deutschen Verkehrs... Verkehrszeichen. Überall sind Symbole, das ist keine Ahnung, was eigentlich los ist. Aber ich hab's gecheckt. Ja. Okay. Ich hab nur erst gedacht, what the fuck, überall sind Symbole. Aber es war. Wir zeigen dir nur an, wo die Blockschlangen hingehen. Ja, das habe ich hier schon verstanden, aber da war es dann, da wurde es besonders wild. Weil dann die zweite dazu kam. Okay. So, jetzt nochmal das Ganze. Die Punkte bedeuten, dass das Ding an Geschwindigkeit zunimmt. Das ist Lux wurde eigentlich schon das Problem in diesem Level hier behoben. So gut wie es geht. Ich meine schon, ne? Genau. Alles klar. So, jetzt bin ich auch nicht. Wunderbar. Dankeschön.
glaube, wenn man wirklich drauf anlegt, das komplette Level zu breaken, dann kann man das immer noch machen. Aber dann, das breakt man dann nicht positiv, dass man irgendwie schneller weiterkommt. Boah. Okay. Hilfe! Sondern eher, dass man halt sich den Rest vorbei. Und das kann man halt, glaube ich, nicht mehr unabsichtlich machen. Das war cool, aber auch crazy. Okay, okay. Alles klar. Oh mein Gott. Lass mich hier. Nein, ich will da vielleicht doch nicht. Vielleicht will ich doch da hoch. Ich gehe ohne dieses Ding weiter. Lass mich in Ruhe. So. Boah. Nein, nicht schon wieder. Da habe ich die Plattform auch noch was länger gemacht. Ja. Die war mal kürzer. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Das könnte noch böse werden. Das Level hatte ursprünglich auch mal ein Secret Exit. Hatte ursprünglich. Was dieses Level noch unfassbar fies machen würde, wäre, wenn es hier alles rutschig wäre. Ja. Das kommt in Evil Conquest Extreme Edition. Mit Gegenwind. Okay, das Ding ist kaputt. Sehr schön. Mit Gegenwind. Oh ja, auch das noch, ja. Muss ich das jetzt drücken? Ich drück's einfach. Keine Ahnung. Nein. Genau. Hä? Du musst es genau nicht drücken. Ja, genau. Ach so. Ach, hab ich dadurch jetzt irgendwas? Nee, das hab ich... Okay. Hättest du sehen können bei dem Symbol. Ja, gut. Ist vielleicht noch ein bisschen... Das passiert ja alles gleich. Oh Gott, sind da viele Singen. Okay, ich bin gespannt, was wir... Vielleicht müssen wir da so eine Art Meldung hinmachen, dass da steht irgendwie... Don't hit the on off block oder so. Als Beispiel. Ich bin dabei. Meinst du es da? Ja, ich mach da gerade was anderes. Okay. Weil das ist irgendwie... Ja. Ist doch unfair, dass man das nicht weiß. Dass man da nicht gegenspringen sollte. Ich stelle es gedacht cooler, als er wirklich ist. Ja. Was glaubst du eigentlich, wer das Level gebaut hat? Ich weiß nicht, ich würde auf Dart gehen. Und damit hast du recht. Und ist aber auch also, falsch. Ja, das Ding ist, wir haben das Level zusammengebaut. Okay. Ja. Das war ein lustiger Tag, da war ich bei ihm zu Hause. Und da haben wir uns dann einige Stunden eingesetzt, um dieses Level zu bauen. Ein lustiger Tag, und dann ist das der, okay. So, also drücken wir das einfach nicht und guck, jetzt fährt er da. Ja, genau. Jetzt fährt er da. Aber was ist passiert euch? Habe ich da irgendwelche Dinge umgeschaltet? Dann drehen sich das L und R da. Und jetzt musst du auch kommen. Richtig. Ach so. Ah. Ja, genau. Ah ja. Das war schon der Bild. Oh, okay. Alles gut. Ganz ruhig bleiben. Jetzt fährt er da rum, jetzt nutzt er die L-Dinger, die er gerade nicht benutzt hat. Okay, jetzt fährt er da hoch! Okay, wie kann man das breaken? Wenn du, entweder wenn du Sprites so lange mitnimmst, also wirklich versuchst mitzunehmen, bis du halt Sprite-Imitations erzeugst, oder wenn du so schnell voranschreitest, dass die Block-Snakes, die gerade ausgelöst hat, noch nicht gestorben sind, bevor du neue auslöst. Aber wie breakst du dann damit das Level? Dann spawnen teils andere Blocksnakes nicht mehr und nur noch Teile von Blocksnakes und werden entweder nur noch Blöcke platziert oder nur noch Blöcke gefressen. Richtig. Es werden dann irgendwie ganze Wolken oder Röhrenblöcke weggefressen. Genau. Okay, aber ich meine, kannst du das nicht mehr schaffen. Ja. Also, ja, deswegen meinte ich das auch vorhin, dass man das nicht so positiv... Achso, unter Break habe ich jetzt verstanden, dass du halt das Level... Nee. Break ist für mich irgendwie immer zu cheese sozusagen. Nee, muss. Also, das ist. Break im Sinne von, das Level funktioniert am Ende nicht mehr. Okay, alles klar. Genau. Also, du kannst es aber auch nur, wenn du es wirklich drauf ankommen lässt, so. Ja. Ach so, das machen die Dinger. Die Dinger selber. Okay, gecheckt. Ja. Das Level hat mal Homing Bullet Blitz, das war auch lustig. Oh Gott. Ja. Und war auch generell sehr viel schwerer. Bin ich ja froh, dass ihr von euren Ideen wieder abgekommen seid. Ja. Homing Bullet Bills sind coole Sprites. Nicht, wenn man auf der Decke steht. Ich glaube, wenn man vor allem auf der Decke steht, dann kann man gar nicht auf diesen Gegner draufspringen. Ja, und das ist unvorteilhaft, wenn da immer mehr von kommen und die alle hinter dir her sind. Gott. Ja. Vielleicht in
in der Extreme Edition kommt das wieder. Evil Conquest 2 Extreme Edition. Die spiele ich vielleicht der Robio. Grüße gehen raus an dich. Ja, stimmt, wir haben Robio. Doch, haben wir gegrüßt. Letztes Mal haben wir ihn gegrüßt. Oh, ich hätte warten. Ich hätte nicht warten sollen. Okay. Achso, damit sind wir sogar im Airship-Level, in dem ich gar nicht sein will. Ach, gucke mal. Ja. Richtig. Ich hab gar nicht aufgewandt, dass das Airship-Level ist. Das ist doch eine gute Sache, oder? Wenn mir das nicht auffällt. Aber jetzt, ich hab's jetzt an der Musik auch, ja. Ist mal eine etwas andere Art Airship-Level. Aber wozu ist das Ding hier da? Kann man hier aus dem Grund noch andersrum sein? Ja, wenn du da vorgehst und wieder zurückgehst. Okay, aber was hat man davon, dann da umzuswitchen? Ja, nichts, aber man kann es tun. Du kannst es tun und du würdest dann halt praktisch nach oben wegfallen und sterben. Ach, ja gut. Da muss man schon ziemlich doof sein, wenn man das macht. Man muss echt viel bedenken, wenn man so Level baut. Ja. Scrolling macht einem das ein bisschen einfacher. Genau, dass man nicht ganz verkehren kann. Also, das heißt, das, was für den Spieler nachher doof ist, das Scrolling ist für den Erbauer eine Hilfe. Teilweise ja, also halt es macht das halt vorhersehbarer. Ja. Das ist halt auch das Problem bei diesem 30 Power-Up-Patch. So, du hast jetzt 30 Variablen in diesem Level, mit dem dir der Spieler alles kaputt machen könnte, ohne dass er das möchte. Das stimmt. So. Zum Beispiel mit der Feuerblume so. Das ist, also die Feder haben wir halt verteilen wir halt erst gar nicht, weil wir. Ja. Das ist ja sowieso schon. Allein, selbst wenn man der Feder nicht fliegen kann, macht die einem noch viel zu viel kaputt. Ja, weil du halt schweben kannst. Ja. Je komplexere Level man machen möchte, desto besser ist es eigentlich. Geht, wenn er hier ist, danach links zurück. Warum? Das. Bestraf doch einfach die Leute, die es tun. Ach nee. Ich glaube, die Stelle war auch noch mal ein bisschen anders, wo das dann wirklich wichtig war. Okay. Dass man da unten ist. So, ich war direkt vor Midway Point, bin ich gestorben. Ne? Genau, richtig. Genau. Direkt davor. Ach ja. Ach ja, an dem Swamp, der plötzlich viel schneller kam, als ich gedacht habe, richtig. Ja. Wie habe ich den falsch eingeschätzt? Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Kam mir jetzt nicht um. Schussfähig? Nee. Da ist das Schussfähig. Da ist er, genau. Genau. Ist der seitliche. Der ist nicht schneller als normal. Ja. Hast du wahrscheinlich nur falsch eingeschätzt. Aber du warst langsam. Der kam voll richtig angeschossen in meinen Kopf. Aber das ist ja geschafft. So. Weiter geht's. Oh nice, es scrollt nicht mehr. Halleluja. Ja. Jetzt machen wir dafür ein Puzzle-Level raus. Okay. Ist kein komplexes Puzzle. Ja, ich finde ja gut, dass es ein Puzzle ist. Das macht die ganze Sache sinnvoll mit den Dingern. Ich glaube, da wirst du dich noch freuen beim Level. Oh, Timing. Oh. Also irgendwann komme ich mit dem Peace. Was will ich da? Ja, wir werden sehen. Erstmal Peace wird schon. Moment, kann ich damit nicht rein? Nee, kann ich nicht. Damit zurück. So, jetzt warten wir hier einfach mal ein bisschen. Ach, und hier switche ich mich wieder zurück. Alles klar. Ach so, und jetzt gehe ich da oben. Nein, hier drücken. Ja. Na? Du kannst ihn nur drücken, wenn du in derselben Richtung bist. Also, selben Richtung gedreht bist. Ah. Weil der P-Switch halt nicht mitgedreht wird. I see, aber ich muss auf jeden Fall. Ah, okay, ich verstehe. Ich glaube zu verstehen. Schaut, ob das schnell geht. Das ist wahrscheinlich nicht.
Lauf! Lauf! Reicht doch. Ist gut. So. Hui. Oh boy! Die habe ich jetzt erst gesehen. Okay, schieß. Der Abschnitt war mal schwerer, da war nämlich da keine Plattform zum Zwischenlanden und auf den Stäbchen, die einem da den Weg versperren, da waren halt so immer mancher. Ja, wie in Dings. Ja. Oh, alles gut. Kann man schnell beheben. Ach, ich bedanke. Ja, jetzt passt die Geschichte. Einfach mal nachdenken. So. Hi. Hi. Okay, jetzt sind sie nicht mehr mit A verbunden. Viele Grüße an Robby an der Stelle, der bei diesem Abschnitt ein bisschen gebraucht hat. Ah, jetzt kann ich den drücken. Jetzt hole ich mir das da. Das kann ich aber wahrscheinlich nutzen, egal was. Oh. Jo. Fällt auch runter. Ah, okay, ich werde hier eh zurückgesetzt. Wait, ich muss die erst wegnehmen. Sonst komme ich da ja nachher nicht raus. So. Ole. Es gibt keinen Secret Exit. Da ist nur ein One-Up drin. One-Up? Achso, dafür müsste ich nochmal zu. Oh da Gott, ist, der, kommt, sogar, der kommt zu mir, ist, oder? Ich, oder fällt der runter? Nee. Wo macht der hin? Ah! Ah. Ah, okay. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, dass ich auf dem Kopf stehe gerade. Wir sollten nice, deiner Welt bauen, wenn man nur auf dem Kopf steht. Ja. So, jetzt ist besser. Oh, Mist. Es gibt, glaube ich, sogar... Jemand hat mal ein HDMA gemacht, der einfach den kompletten Screen dreht. Gott. Erstmal. Genau, das war ein... Ich glaube, den Deck wird sowieso nicht mehr rausgekommen, weil bei Toho Mario 2, da hat, ich glaube, das war, entweder war es wieder, ich glaube, bei Vitor Villea das auch gebaut hat, also gekoppelt hat, hat er das auch hochgeladen. Ein Level, wo man halt gegen Blöcke gesprungen ist und dann hat sich einfach das komplette Level auf den Kopf gedreht. Das war ganz lustig. Mhm. Vor allen Dingen auch halt mit einer... coole Animation dazu, wo dann halt sich der Bildschirm das so... Das Level war schon wieder nicht, wann es aufhören sollte. Oh. Ich will nicht sagen, dass du kurz ans Ziel gestorben ich bist. Ich kann's mir denken, ja. Ach, verdammt. Aber okay. Du bist kurz ans Ziel gestorben. Ah, ja. Also nochmal durch den Puzzleabschnitt. Ich sag das schon mal, du bist am letzten Sprung eigentlich gestorben. So. Ja. So kam es mir auch vor, es hätte jetzt wirklich aufhören können an der Stelle. Ach, Mensch. Wer hat denn das Level hier gebaut? Der Dark. Das ist falsch. Was? Das hab ich gebaut. Ich hätte so safe, weil das dieses etwas zu lange, ne, dieses typische du Scrolling Hater. Am Anfang und so. Du alles, Hater. Hätte ich alles Dark zugeordnet, okay? Du Hater. Okay. Dann, oh boy. Oh boy. Ach, sehr schön. Aber dann habt ihr euch ja wirklich mittlerweile gut... Ein ähnliches... Also ich kann es halt teilweise wirklich nicht mehr unterscheiden. So, anfangs dachte ich noch, ich kann es gut unterscheiden, aber mittlerweile... krieg ich es nicht mehr. Ja, aber es dieses halt Level so, sieht echt stark nach einem von mir aus. Finde ich. Es gibt halt ein paar Level... Also jetzt nicht in diesem Level, aber es gibt generell ein paar Levelstellen, woran man das den Level sehr gut erkennen kann. Vor allen Dingen halt in diesem Hack. Du Hater. Er ja, war keine Wertung mehr, ja? Das ist, muss nicht unbedingt schlecht Robby. Sein. Ja, aber ich hätte das, wie gesagt, ich hätte das wirklich jetzt dazu geordnet. Also, das fand ich jetzt tatsächlich... Da wäre ich mir ziemlich sicher gewesen. Das hätte ich, glaube ich, sogar mit einer Wette verbunden. Ja. Weil bei anderen habe ich ja wirklich so geschwankt, aber hier hätte ich nicht mal... Hätte ich einfach nicht angenommen, dass du das warst. Interessant.
macht natürlich zukünftige Entscheidungen noch schwieriger. So viele kommen ja nicht mehr. Ja, schade. Baut mal weiter. Aber noch. Wir machen Evil Conquest 2 jetzt weiter. Evil Conquest 2, 2. Ja, genau, DLC. Wann kommt Evil Conquest 2, 2? Plötzlich muss man doch alle Kristalle gesammelt haben. Ja. Wenn du alle Kristalle gesammelt hast, bekommst du ein Passwort für ein ZIP-Archiv, mit dem du den zweiten Teil vom zweiten Teil freischalten kannst. Sehr gut. Dann bekommst du auch die verlorenen Level, die eigentlich doch alle funktioniert haben und wir über das Let's Play hinweg nur gesagt haben, dass sie nicht funktionieren. Das war dann der versteckte Teaser. Ja, hier war übrigens die Stelle. Lost Levels. Genau, bisschen weiter links bist du gerade gestorben. Stimmt, ich habe mich jetzt gerade gar nicht erinnert, an welcher Stelle ich vorhin gestorben bin. Ich bin jetzt einfach durchgesprungen. Bei dem letzten Flammenwerfer, den du da noch reinspringen kannst. Ich habe die Stelle gerade gar nicht mehr erkannt, an der ich gestorben bin. Auch interessant. Weil der Flammenwerfer raus war. Nee, ich muss nicht einen Schluck trinken, ich muss den Part wenden und dann kann ich einen Schluck trinken. Wir sind nämlich eh bei einer halben Stunde. Bis zum nächsten Mal. Das passt also. Bis zum nächsten Mal, Leute. Drei Level geschafft, ne? Das geht ja eigentlich. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.